willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Ja. Da muss man lang. Das letzte Mal haben wir, was haben wir das letzte Mal gemacht? Unser Anzug, nicht wahr? Das ist echt erst Part 4, den ich jetzt spiele. Oh, das geht schneller als ich dachte. Also gut, aber der Anfang kam mir bisher vielleicht doch einfach nur immer länger vor. Überall sind Necromorphs. Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Wir haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren gebaut. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie und Kiteman will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn, dann bringe ich Sie zur Bahnstation Kisumi, Kaya. Dana? Verdammt. Tja. Ich finde es übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt, warum nicht? Ich finde es echt geil, dass Isaac endlich mal eine Stimme bekommen hat. Weil im Dead Space 1 stand er ja, warum habe ich das nicht gesagt, ne? In Dead Space 1 stand er ja immer so, ja, mach das mal und dann machst du das. So ungefähr. Da fehlt immer so ein bisschen was an Charakter für Isaac. Okay, der ist gut. Jetzt hier in diesem Teil, Isaac hat eine Stimme, es kommt rüber. Voila. Scheiße, Necromorph. Naja, also Isaac hat jetzt, finde ich, deutlich mehr Charakter, also hat einen eigenen Charakter in Dead Space 1. Ich weiß nicht, er war einfach da, dass er vielleicht nicht, also dass er nicht spricht, sollte vielleicht so dazu führen, dass man sich so ein bisschen besser in die Figur hineinversetzen kann, dass man selbst das praktisch ist, aber ich finde, das funktioniert einfach nicht so recht. Hier reagiert Isaac ja oft nicht, finde ich zumindest so, wie man auch durchaus in so einer Situation denken würde. Wo sind wir hin? Da war was. Was? Irgendwas ist da gerade explodiert. Verdammt. Explosion. Ich sehe doch da was. Ja, super. Aber. Nehmen wir uns den ganzen Stuff mit, den wir tragen können. Denn ich habe leider sehr begrenztes Inventar. Das vielleicht mal so, weil ich. Schon gesagt, ich habe Dead Space 3 jetzt auch schon gespielt. Ich habe immer so von allen gehört, ah, Dead Space 3 soll voll schlecht sein und so, ist scheiße, kann man nicht mit den beiden Vorgängern vergleichen. Ich gebe zu, man kann die beiden, also man kann Dead Space 3 und Dead Space 1 und 2, recht ähnlich, aber man kann Dead Space 3 nicht mit den anderen beiden vergleichen, gebe ich zu. Aber dennoch würde ich nicht sagen, dass es schlecht ist. Ah! Nein, nein! Dead Necromorphs. Die Exploders hießen sie, glaube ich, sehr passend, da sie explodieren. Selbstzerstörungs-Necromorphs. So die Taliban der Necromorphs, kann man etwas sagen. Scheiße, ich stand zu nah. Die Selbstmordattentäter der Necromorphs, die haben ein eigenes Selbstmordkommando, nicht schlecht. Ah, die Bahnstation. Ein brennender Zug. Ich mag Züge. Lag hier unten nicht genau. Ich wusste doch, da lag ein Schema drin. Das habe ich nämlich so oft übersehen, dass ich mir irgendwann in den Schild gehämmert habe, dass da was ist. Stasepack, okay, es ist auch nicht so viel, ich mein Bein ausreiße, weil, naja, dieses Schema, ich benutze Stasepacks eigentlich selten. Und ich kann keine. Jetzt kann ich natürlich keine Medipacks mehr tragen, okay, dann lege ich dafür die Harpunspeere ab. Weil ich sie nicht benutze. Also, ich werde mir das Harpungewehr nicht kaufen.
Ups. Und hat alles wieder einen von den Generatoren. Wieso wissen die nicht? Wie hießen die denn? Ich weiß es nicht mehr. Wie hießen die? Wie hießen die Dinger? Ich kann mich nicht erinnern. Was soll's. Sich an den Namen eines Necromorphs nicht zu erinnern, ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Ne? Aber es sind teuflische Necromorphs. Ich brauche die Muni. Das Medikit kann ich mitnehmen. Aber ich brauche die Munition. Gerade Strahlenkanone. Was lege ich denn jetzt dafür ab? Die Munition eigentlich noch, aber ich. Wobei, nee, dann nehme ich die mit die Plasma-Energie mit und lasse den einen Schuss für die Strahlenkanone weg. Ich kann immer die Minen zeigen. Kennen wir zwar auch schon, aber. Hohe Durchschlagskraft, aber dauert halt, bis sie explodieren. Das ist jetzt. Also ganz ehrlich, die Minen benutze ich so gut wie nie. Es gibt ein paar. Ich sag mal Bosse, bei denen man sie benutzen kann, aber. Ups, ich hab mich geklickt. Tendenziell sind die Minen doch recht nutzlos. Finde ich. Bei dem Harpungewehr, ich vergleiche die beiden gerne so miteinander, aber da ist natürlich das Sekundärfeuer sehr praktisch. Ich bin so praktisch immer. Wow! Was ein Arsch! Ich bin so praktisch beim Harpungewehr immer erst Primär und dann Sekundärfeuer. Immer komplett. Was eine Sau! Da steht der einfach hinter mir! Ich bleib nicht. Kannst du vergessen? Überall Necromorphs. Nein! Hier ist das Zeit, dass ich ihn mitnehme. Jetzt hab ich ihn. Natürlich gerne alles mit. Besonders Geld, dann für Geld kriege ich ja eigentlich auch alles. Wow! Wieso steht da immer ein Necro auf der Tür? Ist der erwischt. Ein Nachteil finde ich an den Spittern. Ne, nicht Spitter hier, den Pupen als Gegner, sie verlangsamen, wenn sie antreffen. Also diese Säure, die sie spucken, die macht es langsamer. Ach ja, eine Neuigkeit. Also, was es eine Neuigkeit gibt. Wir können. Fliegen! Ja, das ist übrigens auch eine Neuigkeit für das die Schwerelosigkeit. Im Let's Play 1 ist es ja immer, ja, du springst von hier nach da, das gibt es nicht mehr, stattdessen fliegen wir jetzt. Ob man jetzt fliegen oder springen besser findet, ich fand es am Anfang gewöhnungsbedürftig, finde aber mittlerweile, dass es eine gute Idee war. Kommt hier plötzlich her! Die kommen echt von allen Seiten wie groß. Sie springen praktisch von außen hinzu. So. Und jetzt rutschen wir, so wie es scheint. Weil er irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, man muss hier gar nicht schießen. Okay, vielleicht auch. Ich glaube, man muss schießen, das soll nicht mehr. Weiß ich nicht. Tatsache ist hier eine uncoole Situation. Wir hängen kopfüber irgendwo rum und müssen Gegner abwehren, die noch nicht kommen. Doch, das ist sie. Kopf immer zu schießen ist gar nicht mal so einfach. Was ist denn am Laden? Manchmal verstehe ich das mit den Necromorphs nicht, weil die noch so im Takt aussehen. Oh, was ist denn das?
Ich hab vergessen, wie das Teil hieß, aber ich hab so eben seinen Arm abgetrennt. Das geht schnell. Ich weiß nicht, wie es ist. Was soll ich denn sagen? Das sieht so ein bisschen aus wie diese, die wir auch schon in Dead Space 1 kennen. So ganz dieser lustig gepanzerten Dinger. Kein Schimmer, wie der Name von denen war. Dana, ich brauche eine neue Route. Was ist passiert? Ich dachte, wir hätten sie verloren. Ungeplanter Sturm. Wo bin ich? Wie sind Sie da hingekommen? Warten Sie. Es ist nicht die angenehmste Route, aber sie bringt Sie zum Wohnbezirk Cassini Towers. Verdammt! Captain hat Ihr Signal wieder. Gehen Sie weiter. Okay. Sie sind denen sehr wichtig, Isaac. Passen Sie auf sich auf, ich melde mich bald wieder. Gucken wir uns ein bisschen um. Hier gibt es ja bestimmt noch irgendwo was zu holen. Hier in der Ecke doch zum Beispiel könnte man sogar einen Energieknoten verstecken. Das gefällt mir. Ja, der Zug, mit dem wir gefahren sind, sieht so ein bisschen ramponiert aus. Jede Menge Kram. Oh, da hinten liegt noch was. Ist das ein Schema? Jo, Impulsgewehrschema. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich denke nicht, dass ich das Impulsgewehr benutzen werde, obwohl es aus dem Spiel einen deutlichen Boost bekommen hat, im Vergleich zum ersten. Der jetzt bis hier ist das Impulsgewehr richtig stark geworden. Ich glaube trotzdem nicht, dass ich es benutzen werde. Ich bin dann doch eher voll von Plasmakanonen und Stahlkanonen. Das sind meiner Meinung nach wirklich die einzigen Waffen, die man braucht, um das Spiel zu spielen. Der Plasmakanon alleine würde eigentlich auch ausreichen, sicher. Aber trotzdem finde ich, dass die Stahlkanone ist immer eine nette Ergänzung. So, speichern und weiter geht's. Ungeplante Zwischenschüsse. Oh. Was war das? Es war schnell, es war klein, es war... sehr gut im Schreien. Wow! Gut, das hab ich jetzt echt nicht gesehen. Ich erschrecke mich doch noch mal ein paar Mal, obwohl ich dieses Spiel so gut kenne. Ich will das mal ein bisschen die Strahlenkanone. Das gerade war natürlich, dieses kleine Ding war eine neue Necromorph-Art, die wir jetzt bald kennenlernen werden. Um genau zu sein, jetzt. Ein Süßigkeiten-Shop. Okay. Ist tot. Diese neuen Necromorphs dürfte sogar die Strahlenkanone die bessere Waffe sein. Ich würde mich gerne erst ein bisschen umschauen, aber ach, scheiß drauf. Das ist ein, ich weiß nicht, ein Spielzeugladen, das daneben. Ah, Kinderkleidung. Diese Necromorphs haben einen Vorteil, sie sterben schnell. Ich bitte die eine Waffe. Also, sie halten echt nicht viel aus. Ich stehe gerade echt beschissen. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Verdammt, hätte ich mich nicht in die Ecke stellen dürfen. Ja. Na toll. Hat ja gut funktioniert. Okay, nächstes Mal wieder Plasma-Cutter, der ist besser. Ja, Schnellfeuer. Also für diese Gegner ist auch das Impulsgewehr sehr gut. Das Pack, so heißen sie. Finde ich ein komischer Name. Das Pack, ja. Eine Bande kleiner Necromorphs, also es sind offenbar Kinder, die gestorben sind. Relativ schnell gestorben sind. Im Internet stand, dass sie wohl... Man kann sehen, dass sie eine Bauchverletzung oder sowas von der Frage haben. Vermutlich die größere Sache. Sie halten nicht viel aus. Ein Schuss tot. Aber sie springen sehr viel umher, was das Zielen schwer macht. Skip. Alter, der will auch nicht drauf gehen. Gott sei Dank. Ich hasse diese Necromorphs wirklich. Wir können. Ich
glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Und die schlechten. Zerstörungsboot. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sehen wir sie auch, Isaac? Odin. Immer wieder sehe ich mein Gesicht. Oh, Scheiße, sie haben mich gefunden. Ja. Schön, dass ich jetzt währenddessen hier mal kurz ein bisschen was eingesammelt habe, auf den Leichen getrampelt bin. Scheiße! Die gehen mir richtig auf die Nerven, das Pack. Ja, jetzt geht's ein bisschen besser. So, Inventar. Verkauf. Ich hab so viel Strahlenmuni, das ist gut. 31.000. Ich nehme mal vier davon mit, dass ich hoffentlich zwei benutzen kann. Und ich bin jetzt echt schon überlegen, ob ich mir das Impulsgewehr doch kaufe. Militärisches Sturmgewehr mit hoher Feuerrate. Ja, vollautomatische Salve, Energiepakete und Sekundärfeuer, Granate. Die Waffe ist stark. Soll ich sie benutzen? Ach komm, wir haben in diesem Spiel eigentlich selten wirklich Geldmangel, deswegen kaufe ich sie erstmal. Ich kann sie später immer noch wieder verkaufen. So, erstmal. Okay, das reicht sogar schon. Einmal nachladen. Waffe 1. Nachladen. Waffe 4. Nachladen. Ist voll. Das ist ein Pulsgewehr. Oh, die Waffe wäre gerade schon so nützlich gewesen, weil gegen das Pack ist sie echt stark. Ätzende Nekromorphs. Ich benutze erstmal ein bisschen das Impulsgewehr, weil die Waffe ist. Ich hab's ja gesagt, sie ist stärker geworden. Es ist zwar immer noch nicht. Abtrennende Gliedmaß ist immer noch nicht so gut damit, aber die Granaten sind auf jeden Fall sehr nützlich. Gegen fast alles an Nekromorphs. Den ich im Krankenhaus schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Stross. Er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Ja, Nolan Stross, den haben wir ja schon mal in einer kurzen Sequenz so gesehen. Ein Textlog. Ist das tatsächlich Titan Teil 2? Serie, die Geschichte der Raumfahrt, die Tarnstation und die Eroberung eines Mondes, Teil 2 von 2. Es wurde eine große Kolonie auf Titan oder Titan errichtet, um jedes seismische Detail des Mondes zu studieren und ihn auf seine Ausschlachtung vorzubereiten. Im Lauf der Operation wurden die orbitalen Plattformen, die die Arbeit unterstützen, zu Prototypen für die Abbauschiffe, die bald folgen sollten. Titan wurde erfolgreich und nur mit etwas planlicher Verspätung ausgeschlachtet. Für die damals überhöhte Bevölkerung der Erde war dies ein immenser Lichtblick, da sie aufgrund des Rohstoffmangels ihrer bevorstehenden Ausrottung ins Auge zu sehen glaubte. Titans Aberntung wurde beendet, kurz bevor der Mond komplett abgebaut war. Ich hab's auch nicht mehr gelesen. Und zurück blieb nur das kleine Fragment, auf dem die ursprüngliche Kolonie gegründet worden war. Von ihr aus wuchs die Station sprunghaft, während die neue Ära der Planetenausschlachtung eingeläutet wurde. Sie diente in der Folge als wichtiger Forschungsposten und, nach der Einführung des Shockpoint-Antriebe, auch als Wegstation für alle weitergehenden Abbaumissionen. Heute wird sie liebevoll Sprawl genannt, da sie sich in ihrer aktiven Zeit stetig ausgebreitet hat. Also leben wir jetzt auf den Überresten eines Mondes. Also sind ja auch gerade dabei. Was ist das hier, eine Disco? Oder ein Friseursalon? Schwer zu sagen. Dieses Ding hat bei mir schon mal fast ein Trauma ausgelöst. Fast. Naja. Okay. Da vorne ist ein chinesisches Restaurant. Oder was weiß ich, chinesisch, japanisch, irgendwas Asiatisches offenbar. So. Hier ist nichts, außer noch ein Loch. Textlog, nicht schon wieder. Altmans Fußstapfen. Ah, genau. Eine Publikation für die Anhänger von Michael Altman.
Wir, die Kinder des Markers, sind die repressiven, unumwundenen Earthgoth-Angriffe auf unser Recht auf Religionsfreiheit endgültig leid. Eingeschränkte Öffnungszeiten der Kirche, Feuerschutz, Restriktionen bei der Größe von Erweckungsfeiern, Literatur darf nicht mehr ohne Genehmigung ausgegeben werden, das sind doch nur fadenscheinig verschleierte Versuche, die Wahrheit zu unterdrücken. Unsere Wahrheit. Aber sie werden keinen Erfolg haben. Der blasphemische, kurzsichtige, rücksichtslose, destruktive und hoffnungslose Pfad, auf den Earthgoth uns treiben will, ist eine Sackgasse, auf die nur Unitology eine Antwort kennt. Ordman hat es vorhergesehen und wir sind gesegnet, es ausführen zu dürfen. Seid bereit, meine Brüder und Schwestern. Die Konvergenz ist nah. Unitology, wir haben im ersten Dead Space von euch gehört. Und in diesem Dead Space werden wir noch viel mehr von euch hören. Es ist... Unitology. Ich weiß nicht, wie ich was dazu sagen soll. Es wird immer echt so dargestellt, als wäre es eine übelste Bande von Fanatikern. Sind es wahrscheinlich auch die meisten davon, ne? Aber wenn man so heutige Religion sieht, also wie sie heute in unserer realen Welt hier ist, das denkt man so, ja gut, Religion halt, ne? Das ist echt Wahnsinn, was Unitology hier in diesem Spiel ist. Aber okay, das war's jetzt mal für heute. Nächste Mal Unitology Ressourcen Center. Geil, das ist unser nächstes Ziel. Na toll, bis dann.